Mir kam gerade kurz der Gedanke, ob ich den heutigen DAX am Mittag vielleicht mal extrem kurz halte. Ich könnte es nämlich in einem Satz ausformulieren. Ich gehe von fallenden Notierungen aus, zumindest für diesen kurzfristigen Ausblick. Aber ich habe gedacht, vielleicht erkläre ich das Ganze auch nochmal ein wenig und beschreibe natürlich auch, wo die entsprechenden Risiken sind. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das Ganze hier ist wie immer keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Und natürlich spiegelt dieses Video auch nur meine Meinung wider. Ihr dürft euch und müsst euch auch eure eigene Meinung bilden. Ja, meine Meinung, ich habe es einleitend schon gesagt, ich bin tendenziell short-orientiert. Habe ja insgesamt schon seit Wochenbeginn, ich will nicht sagen die Short-Brille auf, denn mir ist natürlich bewusst, dass der Markt hier wirklich unheimlich stark unterwegs ist in den letzten 2-3 Wochen. Aber ich habe natürlich auch die Risiken im Auge und die Risiken sind jetzt so ein bisschen dafür verantwortlich, dass der DAX ein wenig konsolidieren und korrigieren könnte. Und da wir uns hier ja in einer wirklichen, ich nenne es jetzt mal größtenteils Intraday-Sendung befinden und nicht hier über die Entwicklungen der nächsten Monate, zumindest nicht, also nicht jeden Tag philosophieren, ist das Ganze natürlich, und darf ich es mir auch mal erlauben, bärisch zu sein, denn ich gehe hier von, wie gesagt, mal in der Konsolidierung aus, 100, 200 Punkte, und die mag man als Intraday-Trader schon gerne mitnehmen, denn das ist schon ein, ja, kann schon eine Menge Geld sein, je nachdem, wie groß die Positionsgröße ist. Geld ist dann auch das Thema, vielleicht auch mal zur Begründung, ich bin heute, und da schalte ich vielleicht auch mal gleich auf den anderen Desktop um, ich bin im Grunde gerade Short und habe heute tatsächlich schon 2 Versuche hinter mir. Zoomen wir mal einfach rein. Den ersten habe ich hier in der Phase hinter mir, habe da mit plus minus 0 das Ganze rausgetriggert. Der zweite läuft jetzt schon auch eine ganze Weile, weil man muss es ehrlich mal sagen, der Markt ist schon wieder echt zäh. Der Markt ist hier sehr bullisch unterwegs gewesen heute Vormittag, hat den Widerstandsbereich hier oben getestet, kommt jetzt aber so ein bisschen zurück. Gut, er tut sich schwer beim Zurückkommen, nichtsdestotrotz, ich kann es mal zusammenfassen. Mein Ziel in der aktuellen Bewegung, in dem aktuellen Rahmen sind, oder ist das gestrige Tagestief und es ist das Overnight-Tief und das liegt so im Bereich von 315 Punkten, das heißt 18.315 Punkten. Das wären so wirklich coole Ziele, die man erreichen kann. Und jetzt ganz, ganz wichtig, bitte nicht hopp oder top, das macht gar keinen Sinn. Wir müssen schauen, wo steht der Markt, wie kommt er dahin, wie schnell geht es, wie langsam geht es, wie stark sind die Bullen im Gegenwehr. Das heißt, natürlich muss man so eine Position auch begleiten und managen. Und das macht man natürlich intraday und im Idealfall ist sie dann morgen auch tatsächlich schon erledigt. Ihr hört nebenher meinen Timer, 5-Minuten-Kerze ist zu Ende. Das heißt, mir sagt der Timer dann auch immer, René, schau mal auf den Chart. Bin momentan im 5-Minuten-Chart unterwegs, ob du was machen kannst. Ich sehe es jetzt natürlich, wir stehen am Tief, muss ich nicht großartig was machen, keinen Stopp nachziehen oder ähnliches. Passt, das ist so mein Credo. Und jetzt bin ich dabei und sage idealerweise, okay, der Markt hat sein Tageshoch erst einmal gefunden und wird hier eventuell weiter nach unten laufen. Gegenerholungen sind auf alle Fälle möglich. Es gibt heute nochmal, also ich gehe davon aus, dass man die Tiefs nochmal erreicht. Ich gehe davon aus, dass man zumindest das gestrige Tagestief nochmal unterschreitet. Das wäre echt mein Minimalziel für, ich nenne es jetzt mal die Korrektur. Idealerweise geht es aber dann auch noch ein bisschen tiefer, vielleicht sogar in Richtung der 18.240. Aber mal abwarten. Ein Step nach dem anderen. In diesem Szenario, ich ziehe den Pfeil mal bis da, bedeutet das jetzt für heute, / morgen, es gibt eigentlich, es gibt 3 Möglichkeiten, ne, wie immer, aber 2 Möglichkeiten, die ich auf der Short-Seite im Auge habe. Das erste ist, dass wir wirklich relativ gut und halbwegs schwungvoll nach unten kommen. Dann ist das die idealste Variante, sie ist einfach zu handeln, zumindest in dem Kontext einfach zu handeln und ja, sorgt dann nicht für große Probleme. Es gibt aber eine zweite Variante und die zweite Variante ist so ein bisschen, naja, sie ist ärgerlich. Zum einen, dass der Markt hier versucht, doch nochmal mehrere Anläufe zu machen. Man sieht es jetzt auch in der aktuellen, in den ersten Minuten der nächsten 15-Minuten-Kerze kommt der Markt schon wieder so stark zurück. Das heißt, es gibt hier so ein Rumgeeire, vielleicht sogar nochmal ein neues Hoch und der Markt braucht nochmal einen zweiten Anlauf. Auch das würde ich wahrscheinlich, wenn es nicht zu dynamisch nach oben geht, würde ich wahrscheinlich nochmal probieren, falls die aktuelle Idee jetzt erst einmal ausgestoppt wird. Das auf alle Fälle wäre nochmal eine Option. Die zweite Variante, die ich jetzt nochmal im Kopf habe, da so was den Anschluss angeht, ist die Variante, dass wir vielleicht nicht direkt auf diese Tiefs fallen, sondern heute nach dem, ich nenne es jetzt mal bärischen Tag gestern, so ein Inside D entwickeln und uns mehr oder minder da in dem Preisbereich, ja zum Beispiel zwischen dem aktuellen Hoch im Schwerpunkt und dem bisherigen Tagestief auch aufhalten und hier so eine Art halbwegs so ein Inside D ausbilden, so ein bisschen wackelig unterwegs sind, so ein bisschen zögerlich unterwegs sind. Das wäre in meinen Augen die zweite Variante, die ich hier im Auge habe. Und dann hoffentlich mit einer Auflösung morgen nach unten. Die dritte Variante, die muss man leider heutzutage auch ansprechen, einfach weil der Markt wirklich extrem stark ist. Und die bedeutet, die Bullen kommen hier gar nicht durch, entweder gar nicht direkt
und setzt, entschuldigt die Bären, und der Markt setzt sich direkt nach oben zum gestrigen Hoch ab. Das ist auf alle Fälle möglich oder eben über den Umweg, dass man das hier auf tieferem Niveau macht. Wie gesagt, es ist nicht unmöglich. Denkt dran, der Markt ist momentan sehr bullisch unterwegs, was das übergeordnete Bild angeht. Aber ich habe momentan eine ganze Menge an auf meiner Scorecard, auf meiner Pro-Kontra-Liste, die eher dafür sprechen, ich möchte eher auf der Short-Seite agieren. Und deswegen werde ich die Bärenseite auch favorisieren, so rum, und fokussieren. Aber ich werde einen Teufel tun und da bis zum bitteren Ende dran festhalten. Dafür ist der Markt viel, viel zu stark und ich muss die Optionen im Auge behalten. Deswegen auch ganz wichtig, nicht jetzt all in shorten. Zumindest ich mache es nicht, ihr könnt es ja gerne machen. Für mich ist es relativ wichtig, dass ich versuche, natürlich dann auch Risiken zu managen. Das heißt, Verluste klein lassen und Verluste klein halten. Und ja, wenn der Markt dann doch nochmal neue Hochs macht, dann entweder Stopp ziehen und später nochmal einsteigen. Das ist mir angenehmer und lieber, als jetzt hier blind dann auf All-In-Short zu gehen. Denn das ist wirklich nicht das Umfeld dafür. Und wir sprechen ja auch selbst beim Erreichen meiner Ziele immer noch von einer Korrektur. Ich wurde heute indirekt auch schon gefragt, sehe ich es immer noch als wahrscheinlich an, dass wir da unten ankommen? Ja, ich sehe die Wahrscheinlichkeit tatsächlich etwas über 50%. Aber das ist gar nicht die Idee von dem aktuellen Pfeil nach unten. Denn ihr müsst immer dran denken, es gibt zwei Aspekte, die bei dem Erfolg im Trading eine Rolle spielen. Das eine ist die Wahrscheinlichkeit, das andere ist das CRV. Und mich reizt halt vor allen Dingen momentan das CRV. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit etwas unter 50% ist. Wir reden hier von Abwärtspunkten und Abwärtspotenzialen von 100 Punkten, vielleicht auch sogar 200 Punkten. Und das, wenn man es je nachdem, wie aktiv man es managt, mit Risiken von 15, 20 Punkten. Na gut, ganz ehrlich, da kann ich mir auch mal ein, zwei Fehltrades erlauben. Das spielt gar keine Rolle. Also die Idee ist eher so ein CRV, eine CRV-Idee, eine gewisse Trendidee und nicht unbedingt eine extrem wahrscheinliche Idee. Wenn ich extrem wahrscheinliche Ideen umsetzen möchte, dann scalpe ich eher, weil da hat man Trefferquoten von 80% oder teilweise auch mehr. Aber hier das vielleicht nochmal zur Einordnung. Ja, soweit dann im Grunde zum heutigen DAX am Mittag. Ich habe es, glaube ich, mal relativ forciert dargestellt, auch so ein bisschen an der Position begleitet bzw. versucht zu erläutern. Denkt bitte daran, das ist meine ganz persönliche Meinung, gerade wenn wir über Trading-Ideen und Co. sprechen. Ihr müsst eure eigene Meinung bilden. Ich habe auch keine Glaskugel zu Hause, die immer richtig liegt. Auch die Trades gehen mal nach hinten los. Von daher müsst ihr da wirklich auch selbst eure Entscheidungen treffen. Ihr handelt auf eigenes Risiko. Ich drücke euch dabei auf alle Fälle die Daumen, außer ihr seid vielleicht auf der Long-Seite unterwegs. Da bin ich ehrlich, ich hätte gerne meinen Short, der besser funktioniert. Aber gut, nichtsdestotrotz, auf alle Fälle freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zum DAX. Dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Euch bis dahin gute Trades und viel Erfolg.